Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei V-Rising. Ja, meine Freunde, wir werden mal ganz kurz gucken. Wir haben ja jetzt einen Gear-Score von 73. Und unser nächstes Ziel wird der letzte, sagen wir mal, einfache Boss werden. Nämlich der Azariel, der Sonnenbringer. Das dürfte der Bischof sein, wir erinnern uns, wo wir in Brighthaven waren, ne? In der Kathedrale. Der Boss, der uns da umgeboxt hatte. Das müsste der, glaube ich, sein. Da kriegen wir nämlich ein sehr wertvolles Rezept, nämlich in mehrfacher Hinsicht wertvoll, nämlich für Goldbarren. Und das brauchen wir sehr, sehr dringend, das Rezept. Oh! Unser Ausrüstungs-Dingsbums hat uns schon so weit gebracht, dass die letzten vier Endbosse schon freigeschaltet wurden, ne? Interessant. Was kriegen wir da? Fledermausform. Ah, das hatte ich mir so gedacht. Ne? Das hatte ich zum Anfang immer mal schon gesagt, dass wir das wahrscheinlich kriegen werden. Da bin ich mal gespannt, wo wir den finden werden. Der wird auf jeden Fall nicht einfach. Das kann ich jetzt schon sagen. Der geflügelte Horror. Okay. Den haben wir schon gesehen. Ne? Das war der im Düsterwald. Und den haben wir auch schon gesehen. Das ist der in der Festung des Lichts. Also nur die beiden haben wir noch nicht gesehen. Alle anderen haben wir zumindest schon mal gesehen. So, aber zumindest hier Azariel, den werden wir mal als nächstes in Angriff nehmen. Ich werde mich aber mal ein klein bisschen vorbereiten. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einmal schon für Heiligwiderstand noch mal ein paar Sachen besorgt. Und ich habe hier noch mal Seide gecraftet. Damit wir unsere Handschuhe hier einmal aufwerten können. Ne? Dann kriegen wir nämlich noch mal ein bisschen was an Gearscore dazu. Die werden wir noch mal schnell craften. Müssen wir uns nämlich ein bisschen sputen. Denn wir haben nur noch 2,2 Liter Blut von dem 92ern. Und wir sehen ja gerade, die haben ziemlich krasse Stats drauf. Und das müssen wir halt nutzen, damit wir den Azariel nach Möglichkeit schnell tot kriegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch mal irgendeinen Diener finden. Oder irgendeinen Gegner, der auch über 90% Qualität hat. Da bin ich ein bisschen misstrauisch. Darum müssen wir so schnell wie möglich gucken, dass wir das hier noch nutzen, solange wir das Blut noch haben. So, warten wir mal ganz kurz ab hier die paar Sekunden noch, bis die Handschuhe fertig sind. Und dann können wir mal gucken. Vielleicht haben wir auch Glück und kriegen schon das ein oder andere Rezept jetzt nochmal gedroppt, wenn wir jetzt nach Brighthaven gehen. Das wäre jetzt gar nicht mal ausgeschlossen. So, aber ich denke, wir sind ganz gut vorbereitet. Wie gesagt, wir haben unter anderem jetzt hier auch nochmal, ne? Nochmal eine zusätzliche Fähigkeit, die uns jetzt nochmal heilt. So, und damit sind wir bei 74 Itemstärke. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal, ne? Vorbereitet sind wir soweit jetzt erstmal. Dann werden wir mal Azariel, den Sonnenbinder oder wie er heißt, mal auf den Keks gehen. So. Teleportieren wir uns nämlich direkt mal hier zu unserer zweiten Festung. Da sind wir jetzt Gott sei Dank ganz dicht dran an Brighthaven. Und dann können wir von hier aus nämlich jetzt ein bisschen schneller vorwärts reisen. Ich muss noch mal gucken. Ja, wir haben noch einmal Seide dabei. Die wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Naja gut, ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt unbedingt drauf gehen. Wir werden mal die Fäden hier noch mal kurz wegpacken. Die brauchen wir hier im Moment gerade nicht. Die können wir mal hier irgendwo unterbringen. Ach so, seht ihr, wir wollten noch eine Dings bauen, wo ich gerade dran denke. Kupferbarren. Wir wollten noch einen Webstuhl bauen hier in unserem Schneiderbereich. So, dann bauen wir nämlich schnell nochmal die Webstube hier rein. Und dann haben wir hier soweit auch erstmal alles, was wir brauchen. So, Webstuhl. Ah, den können wir rein theoretisch versuchen, irgendwie hier reinzustellen. Oder wir machen es ganz clever und stellen ihn direkt hier hin. Dann ist der Platz gleich sinnvoll verwendet irgendwie, ne? Ja. Könnt ihr jetzt überlegen, ob man sagt, wir bauen zwei. Ja, wir bauen mal zwei. Was soll der Geiz? Wenn wir das Material dafür gerade haben, dann nehmen wir auch gleich zwei.
So, wartet mal. Dann können wir hier in einen theoretisch gleich die Fäden reinpacken. Die brauchen wir erstmal nicht. So, dann schmeißen wir das hier rein. Die Kupferbarren können wir auch wieder zurückpacken und das Baumaterial theoretisch auch erstmal. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Denn ich denke mal, wir werden im Brighthafen das eine oder andere nochmal an Rohstoffen kriegen. Ja, können wir ja zur Not den Barren auch erstmal mit reinpacken. Die Seide lassen wir, glaube ich, auch erstmal hier. Macht, glaube ich, erstmal Sinn. Ja. Alles, was wir jetzt unmittelbar direkt nicht brauchen, werden wir erstmal hier in Sicherheit bringen und erstmal hier lassen. So. Edelsteinstaub packen wir mal hier mit rein. Glas brauchen wir auch erstmal hier nicht. So, und dann haben wir nur noch die Baumaterialien. Die können wir erstmal wieder reinpacken. Oh, dann werden wir nämlich erstmal den Boss-Besuch abstatten. Oh. So rum. So. Hier packen wir dann gleich die Bretter wieder mit rein. So, und dann werden wir uns mal auf die Jagd machen. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Rüstung. Es dürfte jetzt eigentlich alles uns zugutekommen gerade. Ja, so kann man hier nicht runterjumpen. Ah, hier. Oh, gehen wir mal in die Wolfsform. So, dann müssen wir mal gucken. Hier, wir hatten jetzt von der Seite aus ja einen kürzeren Weg Richtung Kathedrale, ne? Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Gucken wir mal. Ja, theoretisch brauchen wir bloß noch hier durch, ne? Ist ein etwas kürzerer Weg, den wir jetzt brauchen. Wäre natürlich auch ziemlich geil, wenn wir mit der Froschgestalt jetzt hier einfach über die Felsen springen könnten. Das würde die Sache ein bisschen einfacher machen. Aber da werden wir, glaube ich, noch nicht hinkommen. Ich bin aber mal tierisch gespannt, wenn wir später die Fledermausgestalt haben, was auf diesem hohen Felsen ist, ne? Wo man wirklich nur mit Fluggestalt hinkommt. Da bin ich halt mal mega gespannt. So. Müssen wir mal gucken. So. Da haben wir schon den ersten Heiligen wieder. Das ist natürlich nicht so geil. Naja, aber zum Glück. Imperialer Faden. Zum Glück sind die jetzt mittlerweile auch nicht mehr so stark, ne? Ja. Können wir gleich überall wieder ein bisschen was an Material einsammeln. Oh, hier können wir sogar rein, wie es aussieht, ne? Ja. Dann machen wir doch gleich mal einen gescheiten Ausflug hier in Brighthafen. Können wir gleich überall alles mitnehmen. Kriegen wir sogar Seide. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt wieder nicht so gut, ne? Das ist natürlich jetzt wieder nicht so gut. Hier kriegen wir wieder jede Menge Silber. Hm. Das ist natürlich gerade nicht so gut. Weil Silber halt leider auch unsere Heilung reduziert. Ich würde sagen, das Silber werfen wir mal ab. Das macht nicht so viel Sinn. Das macht mehr Schaden, als dass es Nutzen bringt. So. Kommen wir in das Gebäude hier auch rein? Gucken wir nochmal, ob wir hier noch mehr Gebäude vielleicht irgendwie reinkommen. Hm. Herzen können wir auch gleich wieder mitnehmen. Ah, hier ist ein verdammter Paladin. Hm. Haben wir doch ganz gut weggekriegt, den Burschen. Das ist nicht ganz so gut. Hm. Boxen wir den auch gleich noch mit um. Oh, da haben wir ein Rezept. Ja, gut.
Königliche Gardinen. Okay. Kommen jetzt aber gerade ganz schön viele hier auf einmal für meinen Geschmack. Ich glaube, hier werden wir mal einen so einen Tank schon mal nutzen. Alter, was für ein Geraffel. Alter, was ein Geraffel. Ich hab leicht keine Übersicht mehr. Sind dolle viele von denen gerade irgendwie. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal ein bisschen verkrümeln hier. Das sind mir ein bisschen viele gerade. Ob wir uns hier irgendwie verkrümeln können. Ja, so langsam wird es nämlich hier ein bisschen eng, finde ich. Langsam wird es hier ein bisschen eng. Dass ich zumindest noch mal ein paar Heiltränke mitgenommen habe. Aber ein ganz schönes Geraffel gerade hier. Uiuiuiui. Puh, gut, dass ich die alle eingepackt habe hier, die Heiltränke. So, wir sollten uns aber mal so einen Heiligtrank reinpfeifen hier. Ja. Können Sie uns dezent mal gern haben. So. Angst und Schrecken verursachen. Na, ich glaube, allzu viel sollten wir mal lieber nicht einsammeln, denn... Für die Gefahr, dass wir hier nochmal drauf gehen. So. Vielleicht haben wir ja auch nochmal Glück. Und finden nochmal irgendein Rezept. Uns hier direkt nochmal alles, was wir hier noch mitnehmen können. Hm. Hier liegt halt auch noch jede Menge Beute rum von dem, was wir hier freigekämpft hatten. Ah, hier liegt auch noch ein Rezept. So, da ist schon wieder ein Paladin unterwegs. So, haben wir nämlich schon mal jede Menge Beute wieder, sehr gut. So, was sagt unser Inventar? Knacke voll, nicht so gut. Müssen wir direkt schon mal wieder ein paar Sachen aussortieren.
Sonnenwiderstandstrank könnte man theoretisch auch, aber naja, gut, braucht man eigentlich gar nicht. Den braucht man eigentlich gar nicht. Tja. Haben wir erstmal wieder 3 Slots frei. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir von hier aus zur Kathedrale? Das ist der Weg da oben, ne? Die haben wir schon mal. Rihanna Faden, Goldschmuck. So. Sehr gut. Pflanzenfasern können wir gleich wieder abwerfen. So, was ist das hier? Gebräu der Wildheit. Nehmen wir mal. Bisschen zusätzlichen Damage bin ich nicht böse. So. 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 Jetzt kommt nämlich der Heilschaden zu tragen. Jetzt haben wir hier extra schon ein bisschen Heilschaden. Widerstand nochmal extra mitgenommen. Bin ich mal gespannt. Wir müssen noch 1,8. Das wird langsam ein bisschen kritisch hier. Müssen wir jetzt langsam ein bisschen drauf aufpassen, dass wir hier nicht aus Versehen zu viele Patrouillen irgendwie rein pushen. Wir bekommen anscheinend nicht mehr wirklich so viel Schaden an Heilig-Damage, ne? Der Heilig-Trank scheint wirklich was zu bringen. Wir bekommen nicht mehr so wirklich viel Schaden gerade. Also, sollten wir dem Boss hier drinnen mal jetzt schönen guten Tag sagen. Ja. Wir haben auch gleich ein bisschen... Die Dinger sind das. Jetzt mal kriegen wir ihn. Diesmal haben wir einen. Dein Ende ist nah! Sehr schön. Die Rache ist unser. So, und da kriegen wir auch ein neues Rezept. Sehr schön. Müssen wir bloß gucken. Irgendwas müssen wir wegschmeißen, leider Gottes, ne? Nehmen wir mal die Schleifsteine, die braucht kein Mensch. So, Goldschmuck. Cool. Sehr, sehr gut. Nächster Boss, check.
Damit haben wir wirklich nur noch die absoluten Elite-Bosse über. Die letzten Bosse sind dann wirklich nur noch die Albtraum-Bosse. Cool. Und können wir uns von hier auch erstmal verkrümeln. Das können wir auch noch mitnehmen. So, jetzt müssen wir bloß nach Heile wieder nach Hause kommen, ne? Das wird jetzt nochmal der springende Punkt. Wir müssen uns von hier erstmal wieder zurück nach Hause bewegen. Ach, ist krass, wir bekommen hier im Moment gar keinen Heile-Schaden irgendwie, ne? Das ist eine krasse Sache gerade. Im Moment bekommen wir gar keinen Schaden. So. Gucken wir uns hier ganz kurz nochmal um. Verursachen noch ein bisschen Angst und Schrecken. Oh! Und das hätte ich mal eher wissen sollen, ne? Dass wir hier oben einen Geheimgang haben. Das hätte ich mal eher wissen sollen. Hätte man sich gerade viel Ärger und Kämpferei sparen können, wenn wir gleich da oben durchgekommen wären. So, dann werden wir mal in die Wolfsform wieder gehen. Und dann verkrümeln wir uns hier erstmal wieder. Ja, gehen wir erstmal wieder in unser Schloss. Bringen erstmal die ganze Beute vor allen Dingen in Sicherheit und dann gucken wir mal. Wie gesagt, theoretisch gesehen bleiben ja jetzt nur noch vier große Bosse über. Ne? Da müssen wir dann mal gucken, ob wir die vielleicht sogar schon kaputt kriegen. So. Bringen wir unsere ganze wertvolle Beute erstmal schön in Sicherheit. So, haben wir hier irgendwas, was wir hier reinschmeißen können? Nicht wirklich, ne? Nee. Holz haben wir auch nicht wirklich. Irgendwelche Bretter vielleicht? Nee, auch nicht, ne? Gut, dann können wir rein theoretisch mit allem, was wir haben, uns hier zurück teleportieren. In unsere Anfangsfestung. Aber die hat uns gute Dienste geleistet, ne? Auch wenn die jetzt so ein bisschen zum Endcontent hin so ein bisschen obsolet wird. Aber. So, hier können wir auch nochmal gucken. Bei Chaos haben wir jetzt alles. Illusion fehlt noch eins. Unheil fehlt noch eins. Und Frost. Okay. Also drei Fähigkeiten im Prinzip nur noch, ne? Drei Fähigkeiten und eine Vampirkraft. Dann haben wir alles. Dann sind wir komplett durch. So, dann werden wir mal gucken, dass wir hier wieder das eine oder andere wieder in Sicherheit bringen. Ja, ein paar Sachen können wir direkt schon wieder hier lassen. Die brauchen wir dann wieder nicht. So. Haufenweise Stoffkram haben wir halt wieder zusammenbekommen. So. Baumwollfäden. So. Können wir direkt nochmal ein bisschen Seide. Ja, das dürfte gleich für die nächste Rüstung reichen. Coole Sache. Können wir gleich die nächste Rüstung craften. Bisschen was an extra Seide haben wir sogar auch dazu bekommen. So, dann gleich wieder ein paar Edelsteine verschwinden lassen. So, alles gleich wieder, wo es hingehört. So, und das war es erstmal, wie es aussieht, ne? Der Rest sind dann bloß noch ein paar Fäden. Ja, imperiale Fäden. Was haben wir hier sonst noch so? Das war es eigentlich schon wieder, ja. Cool. Können wir aber auf jeden Fall gleich wieder die nächste Rüstung craften. Das geht jetzt ab wie ein Schweizer Uhrwerk hier. So, gucken wir hier gleich nochmal. So, hier haben wir bloß noch Fäden drin. Das brauchen wir erstmal nicht. So, schmeiß mal die Herzen erstmal überall wieder zum Verarbeiten rein. Damit wir hier wieder ein bisschen Platz kriegen. So, das können wir reinschmeißen. Das können wir reinschmeißen. Im Prinzip, das können wir einlagern. Die können wir noch mit reinschmeißen. So, das Blut hier können wir einlagern. Die 1000 und
Dann haben wir da wieder ein bisschen Vorrat. So, die Fläschchen können wir theoretisch hier in die Alchemiebank mit reinpacken. Die müssen wir bei Gelegenheit dann mal wieder mit Wasser auffüllen. So, ja, der Rest ist dann noch Schmiedematerial. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt das Rezept für Gold, ne? Brauchen wir Schwefel und ansonsten nur Gold. Können wir also schon mal einiges herstellen. So, ich würde mal sagen, das halten wir mal erstmal an. Hier stellen wir nochmal zwei oder einen Geißelstein her und danach werden wir mal auf Gold wechseln. Dann sind wir da auch ganz gut dabei. So, Eisen brauchen wir hier erstmal auch nicht mehr. Können wir hier schon mal ein bisschen umsortieren. Glas können wir im Prinzip hier erstmal mit reinpacken. So, dann machen wir das nämlich mal anders und dann verarbeiten wir Schwefel erstmal hier. Hier ist sowieso gerade leer, da passiert gerade sowieso nichts. So, Eisen können wir theoretisch... Haben wir Eisen noch in der Kiste gehabt? Nee. Naja, gut. Dann schmeißen wir das einmal Eisen hier mit rein. So. Dann können wir sogar zwei Geißelsteine nochmal herstellen. Ist gar nicht mal schlecht. So, und ansonsten müssen wir mal gucken. Wir haben Sortiment von Gardinen, Wuttrank und einmal weitere epische Ausrüstung. Ne? Gucken wir mal, was wir jetzt hier noch so freischalten können. Hm, vielleicht haben wir Glück und es sind genau die Rezepte, die ihr sowieso noch fehlen. Nee. Nee, wie es aussieht, leider nicht. Sortiment von königlichen Gardinen. Haben wir die schon? Königliche Gardinen? Das andere war Wuttrank. Okay. Da scheint alles für die neue Bank schon zu sein. Oh, unsere Danielle ist wieder zurück. Oh, sie ist auch verletzt worden. Nicht so schön. So, dann können wir hier schon mal die Wuttrank machen. Der macht physische Kraft 8, um 8 für 1200 Sekunden. Okay. Klingt erstmal nicht so schlecht. So, dann königliche Gardinen. Blutmund-Leggings. Und ein Random-Rezept können wir uns noch herstellen. Gucken wir mal, was wir bei den Random-Rezepten herkriegen. So, da haben wir bekommen. Herrisch, großer, irgendwas. Okay. Ironischerweise sah das gerade nach einer Brustplatte aus, ne? Die wir aber gar nicht bekommen haben. Ah, okay. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was wir da gerade genau bekommen haben. Das müssten die hier sein, ne? Außenleuchten. Die haben wir gerade bekommen. So, dann gucken wir mal gleich, dass wir wieder ein bisschen was verteilen hier. Rezepte dürfen wir ja dann im Prinzip alle fertig haben. Hier können wir nochmal gucken, ob wir irgendwelches Papier bekommen haben, was wir nicht brauchen. Nee, eigentlich nicht, ne? Uns fehlen zweimal hiervon, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. 12, das heißt 24, das heißt 15, ne? Dann können wir zumindest ein Rezept mal noch herstellen. Das können wir wieder zusammenpacken. Können wir zumindest ein Rezept noch craften. So. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Einmal bleibt über, ne? Einmal bleibt über. Gucken wir mal, was wir hier noch kriegen. Was haben wir hier bekommen? Smaragdhalskette. Naja, immerhin. Dann fehlt hier nur noch ein einziges Rezept. Und dann sind wir hier auch komplett durch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ah, im Prinzip können wir das hier erstmal reinpacken. Sehr gut, sehr gut. So, dann werden wir den Restbus nochmal verteilen. Und dann haben wir wieder Ordnung hier im Schiff. So, lasst uns mal gucken. Ob wir hier eventuell irgendwo noch Sachen ablegen können. Ja, das können wir erstmal hier lassen. So, und der Rest ist größtenteils
Gerberei-Kram hier, ne? Ja. Hier können wir nochmal was in den Webstuhl packen. Erst wieder auffüllen. So, einwandfrei. Einmal Glas und dann haben wir es. Dann sind wir wieder fertig. Haben wir wieder Ordnung geschaffen. So, meine Freunde, passt ganz gut. Dann sind wir genau zum Folgenende nämlich fertig mit dem Aufräumen unserer Ausrüstung hier. Und ja, im Endeffekt, wie ich schon angedeutet habe, im nächsten Video oder in der nächsten Folge werden wir mal gucken, dass wir einen der nächsten großen Bosse uns mal anschauen. Ne? Das dürfte wahrscheinlich sogar der schwierigste von allen sein. Nämlich der hier, Solarus der Unbefleckte. Da werden wir mal gucken, ob wir den schon kaputt kriegen. Den nehmen wir uns mal ruhig schon mal direkt hier in Verfolgung. Und dann werden wir uns den, wie gesagt, in der nächsten Folge dann gemeinsam anschauen. Für die Folge gerne wieder fleißig Däumchen drücken. Alle Sorgen, Nöte, Anregungen in die Kommentare. Und dann geht es hier sehr bald weiter in der nächsten Folge bei V Rising. Bis dahin, bleibt mir schön gesund und ciao, ciao.